Ja, Andi Gruber, es war ein ganz wildes Spiel, teilweise spektakulär. Warum steht sie am Ende mit leeren Händen da? Ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, wir haben sehr gut gespielt. Es war eine offene Partie. Ich glaube, wir können es 3-1 machen mit den Harris, wenn ich mich nicht täusche. Und dann kriegen wir halt leider billige Tore einfach. Es ist nicht schlecht gespielt für einen, aber ja, da müssen wir halt vielleicht einmal durchfahren. Aber ja, kein Vorwurf an die Abwehr oder irgendwas. Wir haben trotzdem gekämpft über 90 Minuten. Wir haben alles gegeben und ja, vielleicht hat uns das mit dem Fan ein bisschen ausgebracht, weil es doch genau vor uns war beim Jubel. Aber ja, wir sind dann zurückgekommen, haben es 2-1 gemacht. Und dann darf uns das einfach jetzt einmal schon langsam nicht mehr passieren, dass wir dann so das Spiel hergeben einfach. Und da müssen wir kompromissloser sein und einfach das besser verteidigen. Dieser Doppelschlag da, 62., 63. Minute, man hat dann irgendwie das Gefühl gehabt, das hat euch irgendwie ja, rausgebracht aus dem Konzept, oder? Ja, natürlich. Du investierst so viel über 60, 70 Minuten schon und dann kriegst du innerhalb von 2 Minuten oder was war, 2 Tore und bist hinten. Ja, wir haben dann aber, glaube ich, nicht aufgegeben, haben trotzdem noch genug Chancen gehabt. Mein Schuss heute halt unglaublich, glaube ich, steht halt auch genau richtig wieder. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir das einfach nächste Woche dran. Wo wir jetzt auch langsam drüber reden müssen, ist, glaube ich, etwas, das eh schon angefangen, die Gegentore. Der Ausgleicher, Freistoß unter der Mauer durch. Und dann diese Laufduelle, die teilweise, wo wir zweiter Sieger sind, ja, was kann man tun? Ja, es ist schwierig zu sagen. Wir müssen das einfach gut analysieren. Wir wissen, dass schnelle Spieler vorne haben, dass das ja ein Spiel ist, dass sie einfach alles hoch vorschießen und auf die zweiten Bälle spielen. Und dann kommt es halt zu solchen Laufduellen. Ja, es ist schwierig zum sagen jetzt. Ich glaube, wir müssen das einfach gut analysieren und schauen, dass wir das abstellen. Okay.